Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Echo Delta Delta Hotel. Heute beim 9-Euro-Fly-In für Reiche, also dem Business-Jet-Fly-In in Sylt. Wir sind noch eine kleine Lotsenbesetzung. Mit dabei sind Philipp, Jan und Mikko. Moin. Ja, Mikko hat das verstanden. Er muss nämlich... 9-Euro-Lotsen, ja. Wenn das gut. Für Reiche. Für Reiche, natürlich. Ihr seht hier auf dem Bildschirm schon, ich sitze erste Hälfte im Tower, zweite wird Follow Me gefahren, dann tauschen Mikko und ich und Jan und Philipp halten uns die Center oben sauber. Aber Philipp wollte noch briefen, deswegen... Bitte. So, erstmal herzlich willkommen zum Event. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wieder, mit euch lotsen zu dürfen. Gehen wir mal kurz zum Wetter. Wetter ist heute grandios. Wunderschönes Wetter. Wir haben ja ein bisschen windig da, ne? 12 Knoten. Ansonsten haben wir schon festgelegt, heute Piste 1.4. Wir erwarten den einen Pier-Approach, rennen wir jemand vor. Jan und ich, wir haben uns schon ein bisschen gebrieft, wie es mit einem Approach aussieht. Ansonsten kein Unwetter vorhergesagt, soweit ich das mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Wasser, ob es da ist oder nicht. Ja, können wir dann rausfinden. Okay, und wird bestimmt nachgefragt werden. Garantiert. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Irgendwer Fragen für das heutige Event noch? Nee, ich erkläre es mal ganz kurz. Theoretisch hat Sylt Tower alle Clearances und Takeoffs anzufragen. Das haben wir ausgesetzt. Ich sag halt maximal, oder am besten nochmal, dem Center über mir Bescheid, dass da gleich ein Flugzeug rauskommt. Ansonsten, Gegenprozedur haben wir heute, glaube ich, nichts. Nö, passt, alles klar. Gut, dann können wir uns einloggen. Wie gesagt, der Backup-Lotse macht heute dann... Follow me, wie ihr das dann auf dem Boden machen wollt, ist doch noch so eine andere Geschichte. Ich denke, ja, ihr denkt euch schon was aus, wo ihr die Flieger hinpacken wollt. Ja, ich habe mich in die Prozedur mal eingelesen. Also fliegende Flieger kommen auf Apron 1. Dann kommen theoretisch die großen Business Jets, kommen theoretisch rechts auf Apron 3. Das ist, wenn man da Lima runterfährt. Und alle anderen kleinen kann man da auf Apron 2 packen. Das ist bei Papa. Da kriegen wir schon irgendwie hin. So, ein bisschen Tetris spielen heute. Das ist doch gut. Ja, kannst du gucken, wie du die einpacken möchtest. Ich würde ja sagen, steig aus und winke, aber da müssen wir noch bis November warten. Boah, das wäre geil. Können wir das vielleicht Microsoft mal nochmal informieren? So ein Marshaller, den man spielen kann? So ein Wave-Mode. Ja, so ein Wave-Mode. Ja, es wäre auch einfach geil, wär, wenn du auf Ivao noch ein animiertes Pushback hättest. Ja, erstens das und zweitens vielleicht auch die Piloten, die dann da rumrennen. Das wird er macht Outside-Check. Okay. Geil. Dann können wir uns jetzt einloggen und viel Spaß, ne? Wird super. Ja, ein recht herzliches Willkommen auch hier aus dem Cockpit. Es geht gerade für uns von Frankfurt nach Westerland Sylt, den Dinos Besuch. Der wird euch jetzt bestimmt schon ganz viel dazu erzählt haben, wie er gelotst hat. Und wir schauen uns das jetzt mal so ein bisschen aus der Nähe sozusagen an. Es kommt gerade noch Funkverkehr mit dazwischen. Der Kilomark, Contact, Bremen Radar 120, das nur 225, ciao. Der Kilomark 120, 225, tschüss. So, wechseln wir mal eben kurz die Frequenz. Prima Low Data Alpha Echo Kilomark, inbound Bados, descending 250. Der Kilo Mike, die Setting 7-0. Genau, Linus scherzhaft schon vorhin gemeint, wir fliegen den Bahnvorstand von Frankfurt in seinen Urlaub nach Westerland Sylt. Kann man machen. Wir sind unterwegs in der BBJ, in der 737 BBJ. Hier sieht man sie einfach von außen. Der Kilo Mike, proceed direkt X-Ray Whiskey 144. Der Kilo Mike, direkt X-Ray Whiskey 144. Also der ist gerade im Descent Richtung Sylt. Erwarten da aktuell die Piste 1.4. Das ist dann der Standard ANP Approach auf die Piste 1.4. Es bleibt also spannend. Wir sehen uns dann jetzt gleich wieder, wenn es Richtung Final geht. So, ja, Sylt ist schon mal in Zeit, wie wir hier vorne sehen. Gute Insel, der Flughafen müsste sich irgendwo hier befinden. Da sieht man so ganz leicht die Bahn. Und wir sind jetzt gleich für Oldeb. Und starten dann in unser Arrival-Segment.
Internet 1012 via X-Ray with the 1444, publish RMP approach runway 14. Delta, Kilo Mike, descending 3000, Kinet, Johnson 1-2, X-Ray, Whiskey 1-4-4, Clip, Published an Pira, J-4. Ach, bei mir steht sogar die 0-2 drauf, also bin ich die 2. Mirko 2. Also Mirko 2, ist klar. Oder Mirko, ja. Stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem ersten passiert, ne? Also. Das ist so in Erwartung. Oder hat, ja, heute ist der Samstag, hat frei. So, seine ANP-Approach haben wir schon mal geahmt. Sind wir dann noch hier? Der iPad ist gearmt, der FAC ist gearmt. Ja, Bruder 1, Roll halt bis zur 3-2, bitte überfahren, der Piste 3-2. Mega 2, Sylton verstanden, überfahren, Piste 3-2 genehmigt, verlassen Sie Piste 3-2, Rollweg Delta. Piste 3-2, überfahren ist genehmigt und ich verlasse über Delta, Mega 2. Die Nummer 3 verfasst die Metallica Quest out of cockpit for 2 minutes. Nummer 3 verfasst die Metallica, continue descend level 200, approve report back. Continue 200 and report on back. Nummer 3 verfasst die Metallica. Hängt ganz wenig hoch, jetzt hat er den Glidepad wieder eingefangen. Den Final Approach Course hat er jetzt auch. Also dabei. Ist rechts rum, direkt in den Final rein. So, da ist die Bahn vor uns. Ist der Approach, klammern wir jetzt auf 3000. Get down. Oh, ich sehe schon Florenz da hinten. Seine Lichter. Oh, ja, dann mach mal. Ja, also die sind noch im Download. Follow-me-Fahren von mir als Profi-Follow-me-Fahrer, hust, hust. die IVAO hängt ja immer so eine Idee, das heißt prinzipiell fährst du einen Ticken weiter vorne, weil der Pilot dich prinzipiell immer einen Ticken dichter an dir dran sieht und wenn du, ja, musst halt so nach hinten gucken, wenn du so 20, 30 km/h rollst, ich weiß nicht, wie genau deine Anzeige ist, passt das? Also wenn ich stehe, habe ich 20 km/h angeblich, also ich glaube, da muss ich immer 20 abziehen. Ja. Gefühl. Mal kurz Transponder an. Was habe ich gerade an Ground Speed? 92. 92, ja. Oh, er driftet. Scheiße. Auch schön. Wie schnell bist du denn angehalten? Was sind du für Bremsen? Ich bin gedriftet hier. Nicht gut. Das war ungewollt. Also. In Schleudern gekommen. Also das Ding hat auch ganz angenehme Physiken. Kado, Delta, Alpha, Echo, Kilo, Mike. Haben wir von vor. Delta Alpha Echo Kilo Mike, Südtower, moin, Florenz Wind 100 East, 11 Knots, Runway 15, clear to land. Nehmen wir die Runway 14, clear to land, Delta Kilo Mike. Ja, Entschuldigung, bin noch in Hamburg. Macht nix. Checked. Wir sind plus minus 10 Knoten von unserem Approach Speed. Stabilized. Also passt alles. Oh, Wind haut von der Seite gut mal rein teilweise. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Das war okay. Autobrake disarmed. Und dann rechts raus. Ja, ich glaube, der geht Bravo runter. Ach so, okay. Jawohl. Okay. Dann fahr ich rüber. Der Kilo Mike, welcome to Zilch. Marshaller is intercepting you at Alpha. Follow Marshaller to Gate 3. Delta Kilo Mike, Roger, following the Marshaller on Alpha Gate 3. Auch nicht schlecht.
Sylt und Marschaller. Gibt natürlich jetzt Airports, da ist das ein wenig mehr gefragt als auf Sylt, wo man die gefühlt zwei Taxiways hat, aber die Geste ist ganz cool eigentlich und ist ja auch ziemlich selten, das mal zu sehen, ganz nett. Tun wir dem Marschaller mal einen Gefallen und machen mal ein bisschen Lichterchen aus. Ja, Szenerie eigentlich echt ganz nett, muss ich sagen. Die ist von FSTG. Wenn das so ist, FSTG. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie der Entwickler heißt. Findet ihr aber, wenn ihr Sylt-Szenerien googelt. Ist eigentlich die einzige Pariah-Szenerie für Sylt. Obwohl ich glaube, eine gibt es da noch, aber ist schon ganz nett eigentlich. Es scheint tatsächlich so, als würde er dir folgen, ne? Ist schon mal gut. Ich bin mal so ein bisschen Zweifel, ob ich zu schnell oder zu langsam fahre. Aber ich glaube, gerade ist ganz gut. Ah, ich glaube, du bist fast sogar ein bisschen dicht dran, also. Ja. So, der nächste kommt aus Calais. Vom Urlaub in Urlaub. Das ist, ich weiß nicht, ob das so ein Upgrade ist, Sylt. Zum Aufholdorf Sylt zu Calais vielleicht schon. Dann holen wir uns noch unseren eigenen Marschall da hier ran. So, Gate 3. Oh, hier ist nichts too small. So, Lichter sind aus. Geht's rein. Muss ich hier noch allen winken? Wäre cool, wenn man aussteigen könnte als MTL. Das wäre wild, ja. Delta Echo Golf Alpha Mike, Sylt-Turm, hallo. Delta Echo Golf Alpha Mike, eine DA40 am Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt, VfR-Platzrunden, bitte rollen. Delta Alpha Mike verstanden, Piste 1-4 aktiv, QNH Sylt 1012, setzen Sie Squawk 7001. Delta Alpha Mike, Piste 1-4, QNH 1012, Squawk 7001, und der bitte rollen, wenn möglich. Jo, wollen wir nur gucken, dass Sie alles verstanden haben. Rollen Sie Piste 1-4 über Papa Mike Delta. Delta Echo Golf von Mike, rolle zum Roller Piste 1-4 über Papa Mike und Delta. Delta Alpha Mike, Piste 0624, nicht aktiv, überrollen, genehmigt. 624 nicht aktiv überrollen, genehmigt, Delta Alpha Mike. Genau, stelle mich auf Sylt angekommen. Wie wir sehen, ganz netter Flughafen, kleiner Flughafen, Anflug war auch ganz nett. Und damit weiter zum Event und weiter zu Linus auf seinen Lotsenbildschirm. Delta Alpha Mike on Blocks, vielen Dank, Ade, tschüss. Tschüss, guten Abend halt. Delta Alpha Mike, anfliegender Verkehr voraus, Sie sind Nummer 2. Anfliegender Verkehr gerade 5 Meilen, Endanflug eine Cessna 57, melden Sie jetzt anfliegenden Verkehr in Sicht. Delta Alpha Mike verstanden, willkommen. Ach, so langsam geht hier. Delta Alpha Mike, Verkehr in Sicht. Delta Alpha Mike, hinter genannten Verkehr, rollen Sie Piste 1-5 und warten Sie dahinter. 1-4, Entschuldigung. Verstanden. Hinter genannten Verkehr rollen wir zum Abflugpunkt. Piste 2, richtige 1-4 und warten dahinter. Apron 3, okay. Ja. Sein, er protestiert energisch. Glaube dich. Glaube ich auch. Delta Alpha Mike, nach dem Abheben fliegen Sie Platzrunde Piste 1-4. Wind 110 Grad, 1-0 Knoten, Piste 1-4, startfrei. Delta Alpha Mike, fliege Platzrunde, Piste 1-4, Piste 1-4, startfrei. Auch auf 1-4 ist jetzt. Naja. Ich habe keinen Bock, dass ich denn da irgendwie kreuzpistenmäßig was lotsen muss. Der Wind steht sowieso ein bisschen besser auf die 1-4 und dann drehe ich ihn einfach von Westerland weg und dann passt das. Sylt, schönen guten Abend, die Nova Drifa 5 Lima Charlie und die ANP 14. Matrifor 5 Lima Charlie, Sylt Tower, hello, Wind 100 degrees, 8 knots, runway 14, cleared to land and traffic a diamond 40, now turning downwind runway 14.
314 Kitzelern, Traffic Insight an Sonntikas. Delta Alpha Mike, Verkehr, ein Gulfstream 5, gerade 3 Meilen Endflug Piste 14, melden Sie Verkehr in Sicht. Delta Alpha Mike, Wilco, halte Ausschau. Ist das wirklich ein Gulfstream 5? Wie heißt das? 500? Was auch immer. 5000 sogar, glaube ich. Ja, ich glaube auch 5000. Ja. Ja, der passt definitiv nicht da auf den Dingens. Doch, der fast aussieht wie so ein, wie eine CRJ, so richtig. Jetzt ist das hier auf dem Flur, mir so laut, was ist denn da los? Oh. Philipp. Ah. Da darf man mal wiederholen, wie die Position ist. Das LXX, was da gerade in Frankfurt gestartet ist, direkt Oldep drehen. Da kommt der Alpha Mike, gerade 2 Meilen Endanflug bis da 1,4. Ja. Dankeschön. Noch nicht in Sicht. Delta Alpha Mike. Delta Alpha Mike verstanden. Das ist zwar schon bei mir, aber irgendwie noch nicht dabei. Platzrunde Piste 1,4. Warten Sie auf Endanflug. Delta Alpha Mike, warte auf Endanflug und nach dem tieferen Flug fliegen erneut Platzrunde Piste 1,4. Mikro 2, Rollhöhe Piste 06, bitte überqueren der Piste 06. 02, hat sich nie bei mir gemeldet, die kannst du direkt ziehen. Rückrunde Piste 06 ist geendet, Mikro 2. Nämlich doch. Delta Alpha Mike, der Wind 1,0 Grad, 7 Knoten, Piste 1,4, frei Tiefüberflug, Verkehr hinter Ihnen 4 Meilen. Delta Alpha Mike, Piste 1,4, frei Tiefanflug. So, Lima Charlie ist nämlich just in diesem Moment runter, das ist ein halber Autofail gewesen. Lima Charlie, continue Taxi Alpha, hold short runway 06. Alpha, Antonio Shot, runway 06. November 345, Lima Charlie. Mikro 2, Rollhaltpiste 1,4, bitte überqueren. Mikro 2, Standby. So, der geht wieder hoch. Delta Lima Echo, Wind 100 degrees, 11 knots, Runway 14, clear to land. Clear to land von V, Delta Lima Echo, maybe VK, via Runway 06, ja, ich glaube es ist 06. Lima Echo, if you make 06, you can vacate 06. Roger, danke. Also hier kommen tatsächlich noch ein paar Airliner. Also 320 sehe ich hier, eine 737, 321. Die kommen alle zur gleichen Zeit übrigens. Ja, hoffentlich dann nicht, wenn ihr die vernünftig vorbaut. Flash 8 kommt auch. 319. Ja, mein VfR, das wird jetzt spannend, mal gucken. Den habe ich gerade so... Können wir nach dem hier jetzt, können wir rüber? Okay. Mikro 2, überqueren Sie Piste 1,4. Überqueren Piste 1,4, Mikro 2. Delta Mike, abseits Pistenschwelle 1,4, kreisen Sie rechts. Kreise rechts, quer, Pistenschwelle 1,4, Delta Alpha Mike. Quer ab, so, ich hab's jetzt quer ab. So, das war's, quer ja. Ab. Das war's. Ja, dann, aber... Hallo, Sarah Papa, Tango Oscar Papa und die ANP ran, wir waren vor. Der hinter dir ist drüber. Sierra Oscar, Papa Sylt Tower, hallo. Wind 110°, 7 knots, runway 14, clear to land. Runway 14, clear to land, Sierra Oscar Papa. Sierra Oscar Papa, Traffic, Light Type, Diamond 40, Orbiting right, Beam Threshold, runway 14. Sierra Oscar Papa, Traffic ist in Zeit. Delta Lima Echo. Taxi Apron 3 via Runway 24, Delta. Via Runway 24 und Delta to Apron 3, Delta Lima Echo. November Lima Charlie, hold short Runway 14, via Taxi via Delta and cross Runway 24. Holding short Runway 14. And confirm when we can taxi, when can we continue taxi. Lima Charlie, Affirm, Continue Taxi. Linus, ich kann noch Continue Taxi abholen. Delta Lima Echo, give way to Gulfstream, Gulfjet 5000, just crossing your runway right to left. Left to right. Roger, Delta Lima Echo. Confirm, wir haben Mike.
Lima Charlie negative apron free will be Delta and Lima after runway 14 unless you wish for apron 2. Negative Delta and Lima dann apron 3. Well, thank you. Delta, die Michael, das kannst du uns mal bitte kurz Bescheid geben, wenn die Goldstream hier vorbei ist, weil der fliegt hier durch den halben Airport rum. War Echo verstanden, dann Hold Position. Die November Lima Charlie vacated. Delta, Kingfisher 274, 5 miles to final, 14. Kingfisher 274, Roger, Traffic about to vacate, wind 100 degrees, 8 knots, runway 14, clear to land. Traffic inside and Kingfisher 274, clear to land, runway 14. Dann kriegst du die Kingfisher. Wenn man die Charlie expect crossing about 2 minutes after Kingfisher has landed. Roger, copy that. Oscar Papa, welcome to Sylt. Expect apron 3, taxi via Alpha and Delta, cross runway 06. Expect an apron 3, continue via Alpha and Delta and crossing runway 06. Sierra, Oscar Papa. Ja, mein Auto will nicht mehr fahren. Delta Alpha Mike, wir haben den anfliegenden Verkehr in sich. Ah, Delta Alpha Mike, okay, fliegen Sie Endanflugpiste 1-4. Als Nummer 2? Bestehe als Nummer 2. Delta Alpha Mike Nummer 2, Folge gedachten Verkehr Endanflugpiste 1-4, Vorsicht beim Beschleppen. Und Delta Alpha Mike nach Aufsetzen und Durchstarten fliegen Sie Platzrunde Piste 1-4. Erwarten Sie späte Landefreigabe. Delta Alpha Mike, fliege Platzrunde Piste 1-4, verstanden. Delta, Charlie Delta Romeo Foxtrot, established visual runway. Beispiel, Taxi via Alpha Delta crossing 06 apron 3 for Kingfisher 274. Delta Romeo Foxtrot reduce final approach speed, light tag traffic currently performing touch and go runway 14. Roger, reducing Delta Romeo Foxtrot. Delta Alpha Mike, frühes Abdrehen ist erwünscht. Dann einfach mal Kriegsfrüh abstartet. Dankeschön. Delta Romeo Foxtrot, Wind 1,0 Grad, 1,0 Knoten, Piste 1,4, Landung frei. Roger, Piste 1,4, Landung frei, Delta Charlie, Delta Romeo Foxtrot. Ach du Scheiß, Alter, das dürftest du nie machen im Examen. Könntest du hinten wen abholen, dann 06. Ich klemme die Kingfisher gleich davor. Jo. Wenn wir Lima Charlie, Taxi Apron 3, via Lima, Lima 1, Cross Runway 14. Apron 3, Lima, Lima 1, Cross Runway 14, dann bei Lima Charlie. Hallo, Kingfisher 101 on P, Runway 14. Kingfisher 101, Sylt Tower, hello, 2 runway crossings ahead, windcheck 100 degrees, 11 knots. Copy, 101. Linus? Jo. Kann ich nach dem Flieger, wer ist das gerade vor mir, weiß gar nicht, kann ich noch einmal kurz sozusagen links wieder auf, was ist das, Alpha, nee, Delta drehen? Ja. Delta drehen? Okay. Kommt ja auch direkt rein. Ist das die Kingfisher 274? Nee, das ist dahinter. Die Sierra Oscar Papa, die gerade kommt. Die Kingfisher ist die dahinter. Ja genau, das meine ich dahinter. Dann schnapp ich mir die. Kingfisher 101, Wind 110 degrees, 10 knots, runway 15, clear to land. Runway 14, clear to land, Kingfisher 101. Delta Alpha Mike, lande, verkehren sich. Ah, Delta Alpha Mike, kreisen Sie rechts, quer ab Pistenschwelle 1-4, Nummer 3. Delta Alpha Mike, Reise rechts, Querpistenstelle 1-4. Kingfisher 274, confirm there should be a Marshaller car now in front of you. Yes, of course. Dann Kingfisher 274, Roger, follow that Marshaller car to apron 3. I'm following the Marshaller for Kingfisher 274. Delta Romeo Foxtrot. Taxi Apron 2 via Alpha Mike Papa, Cross Runway 06. Roger,
Roger, Taxi to Apron True, via Alpha, Mike and Papa, and call from 906 Delta, Charlie Delta 1. Delta Alpha Mike? Sultauer, Delta Alpha Mike. Delta Alpha Mike, bitte verlassen über Lima, bitte. Delta Alpha Mike, verlassen Sie Kontrollzone über Lima, melden Sie Lima. Delta Alpha Mike, verlasse über Lima, willkommen. Sultauer, die Delta Niabra, Alpha Lima, P14. Delta Alpha Lima, hallo. Windcheck 100 8 knots, one runway crossing ahead. Alpha Lima. Delta Lima Echo, cross runway 14 to Apron 3, taxi gate of own choice, traffic 4 mile final. Delta Lima Echo, crossing runway 14, der after tour Apron 3, Delta Lima Echo. Ich glaube, da hinten ist jetzt auch voll, das ist ja schön, dann kann man ein paar Screens machen. Oder nee, steht nur einer. Da fliegt die ganze Zeit rum. Delta Lima Echo, traffic to my final, report located. Ja, okay, Delta Lima Echo. Delta Alpha Lima, wind 110 7 knots, runway 14, clear to land. Runway 14, clear to land, Delta. Sierra Oscar Papa, expect crossing after arriving traffic has landed. Echo, Sierra Oscar Papa. Kingfisher 101, runway located. Kingfisher 101, welcome to Sylt. Taxi Apron 2 via Alpha, via Bravo, Alpha, Mike, Papa, cross runway 06. Bravo, Alpha, Mike and Papa, Apron 2, crossing runway 06, Kingfisher 101. Delta Alpha Mike, Lima 2000. Delta Alpha Mike, verlassen der Frequenz genehmigt, Squawk, VFR, bis gleich. Delta Flima, verlasse Frequenz, Quark VFR. Bis gleich. Delta Oscar Papa, Taxi Apron 3 via Lima Lima 1, cross runway 14. Lima Lima 1, Apron 3, crossing runway 14, Sierra Oscar Papa. Miko 2, cross runway 14. Cross runway 14, Miko 2. Delta Romeo Foxtrot, confirm clear to cross runway 06. Der Romeo Foxtrot A-Firm, cross runway 06. Roger, Delta Romeo Foxtrot. Delta Alpha Lima, retailing, Bravo. Delta Alpha Lima, welcome to Sylt, Taxi Apron 2, via Bravo, Alpha, Mike, Papa, cross runway 06. Via Bravo, Alpha, Mike und Papa, Apron 2, crossing runway 06, Delta Alpha Lima. Sylt-Turm, Delta Echo Golf, Alpha Mike. Delta Echo Golf, Alpha Mike, Sylt-Turm. Delta Echo Golf, Alpha Mike, wir sind immer noch eine DA40, aktuell 5 Minuten nördlich vom Damm. Dürfen wir auf direktem Weg hier in die Kontrollzone oder über Echo 2? Delta Alpha Mike, fliegen Sie in die Kontrollzone Nummer Echo 2, wird der Vögel wegen. Squawk 7001 und das QNH Sylt 1012, Piste 14. Delta Alpha Mike, Piste 1-4, fliege in die Kontrollzone bei Echo 2, vielen Dank. Sylt Tower, Kingfisher 274, arrive park position and bedankt sich für den speziellen Service heute und wünsche noch viel Spaß. Vielen Dank fürs Fliegen. Delta Waddle, Delta Charlie Golf, Romeo Charlie, Visual Approach, Runway 14. Delta Romeo Charlie, Sylt Tower, hello, Windcheck 107 knots, continue approach. Romeo Charlie. Miko 2, Sylt-Turm. Miko 2, fahren Sie fort. Miko 2, rollen Sie Apron 1, Lima Delta und überqueren Piste 1-4 genehmigt. Über Lima Delta zum Apron 1, überqueren Piste 1-4 ist genehmigt. Miko 2. Delta von Mike, Echo 2, 1700 Fuß. Sylt-Turm. Delta Romeo, Charlie, Wind 110 degrees, 11 knots, Runway 14, clear to land. Nico 2 zum Abholen bitte einmal nach Alpha, überqueren Piste 06 genehmigt. In Richtung Alpha 06 genehmigt, Nico 2, vielen Dank. Delta Alpha Mike, Verkehr Learjet, 2 Meilen ändern, Flugpiste 1-4. Delta Alpha Mike,
4 G25. Delta Alpha Mike, bitte wiederholen. Delta Alpha Mike, verkehren sich. Delta Alpha Mike, verstanden. Nummer 2, folgen Sie genannten Verkehr in Endanflugpiste 1-4, achten Sie auf Wirbelschleppen. Delta Alpha Mike, vielen Dank. Nummer 2, folgen Sie genannten Verkehr in Endanflugpiste 1-4, achte auf Wirbelschleppen. Delta Alpha Mike, bestehen Sie, melden Sie Absichten? Delta Alpha Mike zur Landung. Delta Alpha Mike, verstanden. Oh, jetzt ist gerade Licht angegangen hier in meinem Follow Me. So, geil. Jetzt wird's dunkel. Und richtig Scheinwerfer, wow. Ich stelle mich dann ja wieder an dieser Gabel hin. Exakt. Das finde ich sinnvoll. Ja, macht am meisten Sinn. Meist gehen ja doch über Bravo. Ja. Und dann steht mir gut. Oh, der Download ist schon wieder voll. Ja, alles gut, der landet jetzt, das passt dann. Hm. Romeo Charlie, welcome to Sylt, confirm Marshall on site. Der geht jetzt Apron 2, by the way. Nee, noch nicht. Delta Alpha Mike, Wind 110 Grad, 10 Knoten, Piste 1-4, Landung frei. Delta Alpha Mike, Piste 1-4, Landung frei, vielen Dank. Und Mikro 2, bitte einmal Spezialbeleuchtung für die Delta Romeo Charlie. Schöne Bilder jetzt mit Texten. Jetzt haben wir den Inside. Delta Romeo Charlie, perfekt. Follow Marshaller to Apron 2, Crossing Runway 06. Crossraum 06, Entschuldigung. Hallo Marshall, der Apron 2, Crossing 06, Delta Romeo Charlie. Delta Alpha Mike, willkommen zurück. Folgen Sie unauffällig dem Learjet vor Ihnen. Delta Alpha Mike, verstanden, wir hängen uns hinten dran. Richtig kleine Kette jetzt. Jetzt ist natürlich ruhig. Hm? Jetzt hatte ich schön viel Zeit gehabt für die Alpha Mike. Natürlich, die ganzen Military-Leute fliegen jetzt bei mir. Na, ich habe ja nichts anderes zu tun. Hast du nicht einen Military-Raider? Ja, das hilft mir aber trotzdem erstmal ja nicht. Auf dem Boden nicht, ne? Nope. Darf ich 06 überqueren? Ja, habe ich, glaube ich, auch Frage. Ja, kannst du machen. Ja, ja. Wie gesagt, da kommt nichts eigentlich, kannst du da rüber. Ja, gut. Aber die fragen natürlich trotzdem alle. Ja, genau. Da steht ja nirgendwo, dass sie nicht aktiv ist, dann ist nicht in den Notes. Du meinst, ich soll jetzt mal in die Aces schreiben? Nee, das will ich nicht machen, aber. Wo gehen die in Apron 2? Fuck, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ja, wie machen wir das jetzt? Cassie, halt mal deine Position. Ach, der ist auch noch falsch abgebogen, ja. Der andere. Cassie hat es, glaube ich, nicht gehört. Ja. Über India zu rollen ist so eine Sache. Ja, dann reden wir auf dem Apron 1. Alpha Mike kann über India, das ist kein Problem. Ja, komm, da muss die Romeo Charlie jetzt rüber. Oder die kriegt Apron 1 heute. Einen ganz großen Service. Okay. Der Romeo Charlie war unser Follow-Me-Fahrer, because our Follow-Me-Fahrer turned the wrong direction, you will have Apron 1 on the house today. Delta Alpha Mike, unser Follow-Me-Fahrer ist leider falsch abgebogen. Rollen Sie Apron 2 über Delta und India. Delta und India zum Apron 2, Delta Alpha Mike. Vorfeld 2 ist es dann, ne? Ja, passt schon. Mhm. Immerhin nicht 2 gesagt. So. Das ist schon mal ein kleiner Fall. Tava, good day. Wir sind Jet 332 on final runway 14. RNP approach. Mr. Jet 332, Sylt Tower, hello, wind 110 degrees, 10 knots, runway 14, clear to land. Runway 14, clear to land, Mr. Jet 332, your information copied. So, ich glaube, da kommt Arbeit für mich, ne? Oh, da kommt sehr viel Arbeit. Mr. Jet und der kriegt das Follow Me. Delta, Oscar, Delta, Sylt Tower, hello, number 2, wind check, 10 degrees, 11 knots. Du nimmst bitte nicht die VistaJet, also nicht den Honda Jet, sondern den Timo, genau. Genau. Aber die kommen beide Apron 2, die sind klein genug. Schaffe ich es noch, dass ich gerade über Alpha hier lang rolle oder blockiere ich da gleich für die VistaJet? Nee, bleib mal bei Delta, bitte. So, das ist mal gutes Spacing. Jetzt kann man hier arbeiten. Also gut, davor war das Spacing auch gut, aber halt nicht für noch einen VfRler. Habe ich ein bisschen fehl eingeschätzt. Wo ist denn hier die VistaJet? Ich sehe die gar nicht mehr. Ach da. Gerade kurz vorm Vacaten. Ach so, die ist schon gelandet, dann sehe ich da noch die andere Maschine. Mr. Jet 332, runway 14, located on Bravo. Mr. Jet 332, welcome to Sylt, taxi Apron 2 via Bravo, Alpha Mike, der Cross Runway 06.
Ich sehe wieder Kreuzer unterwegs. Romeo Foxtrot 1 Golf. Ja, Taxi to Apron war ja Bravo, Alpha Mike, Cross, Runway 06. Das Delta Oscar, Delta Wind 1007 Knots, Runway 14, clear to land. Runway 14, clear to land, Delta Foxtrot Oscar Delta. Und danach kommt die Eurowings. Super, guten Abend, Eurowings 9008 approaching runway 14. Wings 9008, expect late clearance, number 2, wind check 100 degrees, 11 knots. Expect late clearance, Eurowings 9008. Delta Oscar Delta, taxi apron 2 via Bravo Alpha Mike, cross runway 06. Bravo Alpha Mike, Cross Runway 16, Delta, Oscar Delta, to the GAT. Wings 9008, there will be a marshaler in front of you, report marshaler inside. We will call you back when seeing marshaler inside, or Wings 9008. Direction 2 Tango Charlie is going around. Jet 2 Tango Charlie, roger. Jet 2 Tango Charlie, contact Bremen Radar 120, decimal 225. Tower, hallo nochmal. Delta Fox to Oscar, Oscar Delta, GAT Info Fox after Startup Request Clearance to Hof. Delta Fox to Oscar, Oscar Delta, we switch to Information Golf. You're cleared to Hof Plauen, All Dip 1 Alpha Departure. Initial climb 4000 feet, Squawk 7332 and Flyplan Route. Delta Oscar Delta cleared Hof Plauen, All Dip 1 Alpha, climbing 4000, Squawk 7332, Delta Fox to Oscar Oscar Delta. Delta Joe Bravo verabschiedet sich auch. Ich danke euch für euren Service, war ein super Fly und ich hoffe euch das nächste Mal wiederzusehen. Ciao. Vielen Dank fürs Fliegen, tschüss. Firma Sierra Bravo, Traffic on the Runway, Continue Approach 100, Continue Approach Runway 14. Windcheck 100 degrees, 11 knots, expect late clearance. Delta Oscar Delta, wind 100 degrees, 10 knots, runway 14, cleared for takeoff. Runway 14, cleared for takeoff, Delta Fox, Delta Oscar, Oscar Delta. Mosquito 2 for November, vacated Bravo. Mosquito 2 for November, confirm, marshal inside, should be in front. AFM, we have a Mosquito 2 for November. From November, follow Marshaler to Apron 2, cross runway 06. Roger, follow Marshaler to Apron 2, cross 06, Mosquito 2, for November. Passant 32, left on 24, Sierra Bravo. Bye-bye. Na, Foxtrot, Papa, continue approach, traffic backtracking, windcheck 10 degrees, 9 knots. Say, wow, I thought I sent you to vacate to the left, so in the west direction, but you vacated east, but that will work out for me. Continue taxi runway 06, then turn off left via Echo. Apologies, we had vacate right, but we will continue to Echo and vacate Sierra Bravo. And when we say Bravo, do you want to park with your mosquito friend on apron 2 or is apron 3 good for you? We don't love him that much. We will take the best parking that works for yourself, sir. Okay, perfect. Then taxi apron 3 via Echo and Foxtrot. So, das war's mit dieser kleinen oder größeren Ausgabe von Linus Lotz Sylt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe natürlich auch, dass Philipp und zum Beispiel Mikko Spaß hatten beim Lotsen bzw. Follow-Me-Fahren. Ja, das war so. Das ist gut. Sehr sogar. Sehr gut, was los gewesen. Follow-Me-Fahren bringt Spaß, ne? Total. Sehr gut. Hier alles dann ein bisschen zu befahren. Ja. Gut, dann Like da lassen, Abo gerne auch, Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.